Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel, wo wir zur Farunfeste reisen wollen, weil dort ein Ork-Häuptling gefangen gehalten wird. Ich habe keine Ahnung, wo die Farunfeste ist. Ach ja. Okay, ich weiß jetzt, wo die Farunfeste ist. Gut, 146 Gold später sind wir ein Stück näher dran, weil ich zu faul bin, jetzt zu reisen. Die Farunfeste ist ein Quest-Hub. Das ist sehr interessant, weil ich dachte, das ist jetzt eigentlich irgendwie... Oh, da doch schon was mit optional. Verflucht! Wie das optional ist in der Quest. Bei mir ist es Warschak zu töten, um dick zu bleiben. Ja, das kriegen wir hin. Also mal gucken, wie gut ich das hinkriege. Ich meine aber, wenn ich es nur vermeiden soll, Warschak zu töten, dann kann ich einfach durchrennen. Dann haben wir hier oben noch welche anderen Nebenquests. Ich könnte hier noch bei Ishi... Ach nee, echt, das... Können wir auch... Ich muss nur noch nächstes Mal daran denken, dass ich auf dem Rückweg Quests annehme. Ich habe gerade keine Lust hier. Wenn die Treue geht... Ach, das ist also der Quest. Ja, nee, lass mal. Die Quest habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon mal weggeworfen, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ich hatte übrigens die falsche Fahrt. Nichts ist sicher, bis es geschieht. Krieger da... Ach, hier sind die Warschwag schon wieder. Ach ja. Hey, das ist aber kein Dings. Kein Ork. Naja. Ihr macht das schon, Freunde. Ihr macht das schon. Weil diese Dieb schrak mir eigentlich von vornherein feindlich gesonnen. Vielleicht haben die ja irgendwie ein schönes Kostüm, was ich ein bisschen mehr klauen kann. Ich habe die gefrorene Flotte entdeckt. Das ist ja schön. Wo ist hier die gefrorene Flotte? Schrak nicht töten. Ne? Das ist... Ich hätte gerne übrigens noch den fünften Teil von König Kuroks Geschichte. Ich würde die gerne mal lesen. So, hier hinten hat es eine Brücke. Naja. 3, 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 3. Ach, da hinten ist er. Nee, Archivarin Boboga? Das ist nicht die, die ich treffen wollte. Aber die Gute hat bestimmt was zu erzählen. Die sieht auch sehr gut aus. Alakad, die Vision verblasst. Und dennoch kann ich euch durch den Nebel am Ende des Lebens klar erkennen. Malakad, seid ihr das? Nein. Ich sehe... Malakad hat euch zu mir geschickt, oder? Das bedeutet, seine Worte werden nicht verloren gehen. Ja, bestimmt nicht. Was ist hier los? Die Warschrak. Sie griffen unsere Festung an. Sie schrien in Trinimaks Namen nach unserem Blut. Sie kamen wegen der heiligen Worte. Das verborgene Heiligtum. Aber sie haben einen Fehler begangen. Sie haben den Blutritus falsch gedeutet, der den Weg öffnet. Ja, wobei soll ich denn helfen? Malakad hat euch geschickt, um die heiligen Worte in Sicherheit zu bringen. Findet die anderen Archivare. Nehmt von jedem einen Tropfen Blut, um den Weg zu öffnen. Ihr könnt mit mir beginnen. Und wisset, dass das Agrakrun euch führen wird. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Malakad eigentlich gar nicht leiden kann? Ja, okay, ich mache das bestimmt. Die Form und Feitel, die Pläne der Boschrana verrunden fest. Das ist ja großartig. So, schreien die immer nach Blut? Die sind immer feindlich, das ist natürlich, oder? Ja, die sind rot. Das ist natürlich jetzt doof. Was ist denn das hier? Ein Waldelfenpfeil? Der Pfeil scheint im Stil der Waldelfengefecht zu sein, genau wie die Pfeile, die Evelyn benutzt. Vielleicht ist das eine Art Nachricht. Lebet wohl. Das könnte vielleicht gar nicht so leicht sein, hier das zu vermeiden, hier irgendwie. Zu vermeiden, irgendwelche Leute zu kämpfen. Die können natürlich einfach wegrennen, aber. Tja. Tja, nu. Ja, treffe ich lieber bei der Festung. Ist ja schön, aber. Achso, da oben. Lol. Die Pfeile sehen auf jeden Fall sehr interessant aus, wie die hier so rumleuchten. Ah ja, ich sehe schon, wo die Reise hingeht. Ah ja. War das wieder weiterhelfen? Ja, ja, ja. Bestimmt. Ach, das ist mein Ausdauer. Ich erwarte denn. Vor allem fallen die Leuchtpfeile auch gar nicht auf. Nee, überhaupt nicht. Also das ist, die kann auch nur ich sehen. Also das sind ja so Leuchtpfeile, das kennt man ja, die sind ja quasi unsichtbar. Mach mal Leuchtpfeile. Mehr Leuchtpfeile. Wir haben anscheinend gerade den geheimen Weg in die Festung gefunden. Wenn ich überhaupt kommen würde. Naja, wir sind quasi drin, würde ich sagen.
Hat die gute Evelie aber in letzter Zeit doch noch gelernt zu schleichen? Ich meine, das ist... Das ist fast gut hier mit den Pfeilen, ne? Das ist also mehr, als sie sonst bringt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Beim letzten Mal hat sie nicht gerade... Obwohl, Bogenschießen konnte, du ihre restliche Kompetenz war irgendwie sehr bezweifelswert. Ja, ne? Machen vor allem diese lustigen Geräusche. Die Dinger sind nicht nur... Sie sind nicht nur leuchtend, die machen auch noch Geräusche. Obendrauf. Ihr habt es geschafft. Hervorragend. Ja, war nicht so schwer. So, moin, grüß dich, Evelie. Dann erzähl mal. Ihr habt mich gefunden. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Hat euch die Spur gefallen, die ich euch hinterlassen habe? Es war leicht. Verstecken, Pfeil abschießen, weitergehen und von vorn. Und ich konnte mich die ganze Zeit verstecken. Ja, wir hätten natürlich die Pfeile auch einfach auf den Boden stecken können. Oder ach, naja, gut. Ja. Naja, größtenteils. Letztes Mal wurde ich um ein Haar erwischt. Das hat mir vor Angst fast die Blätter vom Ast geschüttelt, wenn ihr versteht. Ich bin schleunigst hier runter, um mich zu verstecken und auf euch zu warten. Ehrlich gesagt lief das in meinem Kopf alles wesentlich besser. Oh. Na gut, hast du herausgefunden, worum es hier geht? Ich habe herausgefunden, dass ein großes Gefängnis Teil dieser Festung sein soll. Aber ich habe keine Ahnung, wo sie es versteckt haben könnten. Nichts hier sieht für mich nach einem Gefängnis aus. Oh, und ich habe noch etwas anderes gehört, während ich meine Pfeile sortierte und auf euch wartete. Und zwar? Ein paar von den Voschrak haben sich gestritten. Einer von ihnen ist zu diesem Ausblick darüber gestürmt. Er schien mir ziemlich sauer auf den Kult. Aus ihm kriegen wir die genaue Lage des Gefängnisses unter Umständen heraus. Oder er macht die ganze Festung auf uns aufmerksam. Pfirsich natürlich, ja genau. Was? Warum Pfirsiche? Egal. Irgendwelche Ideen, wie kriegen wir die Finger sonst noch? Die Kultisten reden. Viel. Unter Umständen können wir sie belauschen und etwas Nützliches aufschnappen. Oder wir können die Gebäude durchsuchen und auf das Beste hoffen. Wie dem auch sei. Teilen wir uns auf. Wir können uns wieder treffen, sobald einer von uns etwas findet. Ja, ich tue bestimmt. Falls ihr etwas Nützliches findet, dann trefft mich hinter der großen Halle und versucht, keinen Alarm auszulösen. Je länger wir verhindern können, dass die Voschrak unsere Anwesenheit bemerken, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie irgendwelche Gefangenen abschlachten. Ja, und was denkst du so über die Voschrak? Jetzt, da ihr es erwähnt, die Voschrak kam mir für einen wahnsinnigen Kult ziemlich gut ausgerüstet vor. Ich habe selbst Armeen gesehen, die schlechter ausgestattet waren als die. Ihr glaubt, dass eine der Allianzen diese Extremisten ausgerüstet haben könnte? Ach so, du lachst über das Kindliche vom Asthütteln. Naja, gut. Naja, prinzipiell, die Ausrüstung spricht schon ein bisschen für, als hätten sie einen Gönner, oder? Ich meine ja nur. Was? Eure Seite? So sehr es mich auch nach Abenteuern verlangt, habe ich mich doch nie an den bitteren Geschmack des Krieges gewöhnen können. Mein Clan weigerte sich daran teilzunehmen. Außerdem würde ich mich niemals einer Hochelfenkönigin beugen. Was soll ich sagen? Ich stamme eben von Sturköpfen ab. Ja, vor allen Dingen meine Seite, nachdem ich allen drei Seiten gedient habe. Ne? Prinzipiell war Eiren tatsächlich noch von den ganzen anderen Leuten war Eiren eigentlich noch die Beste. Die hatte zumindest so ein bisschen Weitblick. Der andere König, der hat mich nicht so beherrscht. Der Nordtyp, der hat mich noch weniger mit dir gerissen. Nee. Eiren fand ich schon mit am besten. Eiren war gut. Die mochte ich sehr. Kann ich die nicht einfach alle heimlich töten? Finden das verborgene Gefängnis. Jo. So, wo soll jetzt der Typ sein hier, mit dem ich reden kann? Wo da vorne auf dem Ausblick, ne? War bestimmt nicht leicht, sich hier durchzuschleichen, hätte ich das Gefühl. Ach du Scheiße. Ein bisschen Angst, dass ich aufgrund meiner erhöhten Müdigkeit mich hier gleich verschleichen und entdeckt werde und dann ist hier richtig Achterbahn. Ich muss vor allem ein bisschen auf die Ausdauer achten. Decken die mich? Ich will direkt vor dir schleichen? Anscheinend nicht. Aber trotzdem, so ein Kostüm wäre schon wie viel wert. Klingenträger der Vorschrauber, gegen wen kämpft ihr denn da? Hä? Gegen was kämpft ihr denn da? Achso, gegen so ein Gleitertier von irgendeinem Typen. Ich hoffe, der Tod fällt er nicht auf mich zurück, wenn der so eine komische Wache stirbt, nur weil ich in der Nähe stehe. Büßerin, der Boschra. Hey, die könnte ich ausdauern. Oh Gott. Wie viel Ausdauer habe ich noch? Hier noch. Ist der Typ weg? Okay, gut. Also besonders aufmerksam sind die Freunde ja nicht. Nicht auf mich zu rennen. Besonders aufmerksam sind die ja nicht. Sehe mich noch gleich wieder ab. Oder hinten auf dem Ausblick. Wo soll denn das sein hier?
Stadt hat keine eigene Karte. Ist ja elend. Naja, wir schleichen mal mit dem Dorfplatz. Was soll schon schief gehen? So, was ist denn jetzt hier? Ich würde den einen Typen gerne mal interviewen. War jetzt nicht so erfolgreich, sage ich mal, bis jetzt. Das schreibt man klar nicht mit K. Im Englischen schreibt man es. Ich weiß nicht, dass toll. Gut, dass ich die Kiste untersucht habe. Diese Kiste hätte nichts, was unmittelbar von Interesse wäre. Geil. Clan schreibt man im Englischen mit C und im Deutschen mit K. Ist eigentlich relativ einfach. Gut, man liest Clan meistens im Zusammenhang mit Online-Clans und dann schreibt man es natürlich mit C. Wer bist du denn? Archivar Akur. Achso, da kann ich aussaugen, wa? Oder sie, besser gesagt. Archivarenblut. Eieiei. Kiste mit Vorräten. Nächste Saison gerade, ne? Das wäre ja schön. Da vorne ist aber noch eine Kiste, die bestimmt total doll im. Ach, hier sind die ganzen Malakaten. Warum sind wir denn diese ganzen scheiß Kisten hier markiert? Tolle Hinweise, die ich da entdeckt habe. Gibt es noch mehr Wachen? Die stehen da im Maul, die tun mir nichts. Oder? Gut, dass keiner von denen die Treppen bewacht oder so ein Spaß. Könnte ich mich da hinten noch hochglitschen? Also das hier sieht sicher aus. Ich schleich mal hinten lang. Ist auf jeden Fall sehr spannend hier. Das kommt meinen übermüdeten Zustand auf jeden Fall richtig gut entgegen. Ja, die Festung ist ja ganz schön groß, ey. Wenn ich da zum Hintergrund mal gucke, das könnte noch eine Weile dauern, bis wir hier durchgeschlichen sind. Aber die hätten reden doch bestimmt, oder? Gebende Sturmbringer Jüngeren. Könnt ihr nicht mal reden, Freunde? Ich würde gerne lauschen. Aber achtet mich einfach nicht weiter. Ich schleiche dann hier mal vorbei. Ist gar kein Problem. Kann ich denn hier rüberspringen? Gar nicht. Das wäre recht logisch, dass das große Gefängnis irgendwo weiter hinten ist. Durchwühlt das Clanhaus? Ach, das finde ich hier noch mehr Leichen. Das ist, die Archivare sind mir doch total egal. Für diese dumme Malakette kann ich das gar nicht machen. Warte mal, was ist denn das hier unten für ein Keller? Keller? Naja, einfach nur eine zweite Etage, oder? Mal hier ist ein. Und das sieht so aus, als würde es hier noch tiefer gehen. Eine Kiste mit Vorräten. Ne? Diese Kiste enthält eine Karte der Farun-Festung. Zu den Markierungen auf der Karte gehört auch die, die auf einen alten Brunnen hinweist. Neben dem Brunnen hat jemand die Worte kritzelt, mögliche Eingang zum unterirdischen Gefängnis. Nur dann, wenn man hier herunterfliegen kann. Ha! Was ist das hier für eine geheimnisvolle Tür? Na gut, das ist. Mögliche Eingang zum unterirdischen Gefängnis, wenn man herunterfliegen kann. Ja, das ist uns ja erstmal relativ egal. Wenn ich auch nicht in eine Fledermaus verwandeln kann, ist ein großes Manko, sag ich mal. Das wäre eine sehr nützliche Fähigkeit. Vermeidet das mal gerade so. Vor allem, das heißt nur vermeidet, dass sie zu töten, ne? Ich könnte also. Doch, der Brunnen ist natürlich auf der anderen Seite von der Festung. Das heißt nur vermeidet, die zu töten. Ich könnte also genauso gut an den Typen hier einfach vorbeirennen. Und solange ich niemanden töte, triggert das nicht, oder was? Oh Mann. Der Vorteil natürlich daran ist, dass das eh so ein MMO ist. Die müssen das mit Absicht leicht machen, dieses Schleichen. Weil das ja kein Quicksave gibt in dem Sinne. Das ist ja quasi nur ein Versuch. Also, rüber. Wahrscheinlich könnte man die Quest einfach abbrechen und neu machen. Ach komm, jetzt können wir mit Emily reden. Ja, Emily, grüß dich. So, folgendes. Habt ihr irgendetwas über das Gefängnis erfahren? Ich habe interessante Informationen in Erfahrung gebracht, aber nichts, was uns in just diesem Augenblick weiterhelfen würde. Och, nicht wirklich, aber es ist unser reales Gefängnis, auf dem Berg, quasi. Unterirdisch? Wie in einem Verlies oder so? Quasi. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich mir jetzt eine Schaufel schnappe und losgrabe. Sowas mache ich nicht. Doch, hopp, hopp, los, an den Spaten ran. Nee, es gibt einen Brunnen. Dann muss heute unser Glückstag sein. Wir sind nicht nur der Entdeckung entgangen, sondern ich habe beim Durchsuchen der Kasernen auch noch dieses Seil gefunden. Es sollte lang genug sein, um den Grund des Brunnens zu erreichen. Das hat sie mitgenommen? Folgt mir. Ich sichere das Seil und lasse es in den Brunnen hinunter. Seid mir bloß vorsichtig da unten. Wer weiß schon, welche Sorte von Monstrosität am Grund eines orkischen Brunnens haust. Ja, da kann ich mir... Kommt, zum Brunnen geht's da lang. Echt? Ich weiß, wo der Brunnen ist, der ist nicht mehr weg. Das ist ja recht praktisch. Vor allem, wie sie hier rennt, ne? Das ist mit dem, wo der Boden steht, wirklich absolut weit ab vom Schuss. Was mir gerade so einfällt. Ich bleibe zurück und schaue mich hier oben noch etwas um. Geht ihr schon mal vor? Warum zur Hölle steht hier im Brunnen rum? Wir sind. In Ordnung. Guck das mal an, wir sind.
Viel Glück da unten. Hoffentlich findet ihr das Gefängnis und keine fiese Kanalisation oder sowas. Wir sind auf einem Berg. Guck dir mal an, wie bergig das ist, wie hoch das ist. Da unten ist das Wasser. Das heißt, das Grundwasser... Also, wie funktioniert Grundwasser genau? Es gibt ja irgendwie so Adern, die durch Berge fließen. Es gibt ja so Bergquellwasser. Aber so ein Brunnen funktioniert doch eigentlich nur mit Grundwasser, oder? Gibt es Brunnen auf Berge? Geht das? Ich dachte eigentlich, so Hügel sind so recht grundwasserfrei. Vor allem, wenn die so... Das ist ja felsiges Gelände. Die buddelt man da überhaupt im Brunnen. Wer bist du denn? Hallo, Frilan Ruman, der total komisch hier in der Landschaft steht. Interessanter Einsatz eines Seils. Und auch noch erstaunlich praktisch. Ich bin überrascht, dass das bisher noch niemand so versucht hat. Ihr seid keine Gefangene. Ich kenne jeden, den sie hier reingeworfen haben. Und ihr gehört ganz sicher nicht zu den Woschrak. In Ordnung, ich gebe auf. Wer seid ihr? Ich bin Alia, Hochelfin, Vampir, Blutjünger, Hochelf, um dir zu helfen. Ich? Ich bin niemand. Nur ein einfacher Maschinenbauer, der dieses Gefängnis errichtet und den Schuss gehalten hat, bevor man mich selbst hier reingesteckt hat. Ich habe es geschafft, den gefährlichsten Gefangenen aus dem Weg zu gehen. Zumindest bis jetzt. Zum Glück kenne ich diesen Ort buchstäblich so gut wie meine Westentasche. Ja, genau das meine ich ja, dass es gibt in Bergen Quellen. Also es gibt ja so unterirdische Dingens. Also mir fällt immer diese, war es Wolwig? Die Wolwig-Werbung ein, wo dieser Untergrundkanal gekennzeichnet ist, wo dann halt so Wasser durchfließt. Aber... Ist es? Ja gut, also du hast dieses Gefängnis gebaut. Und warum? Nun, ich habe diesen Bau entworfen. Den Großteil der schweren Arbeiten haben allerdings die Orks vom Clan Farun übernommen. Der Häuptling hat mich angeheuert, obwohl ich ja nun offenkundig kein Ork bin. Er schätzte meinen Sachverstand und meinen trockenen Sinn für Humor. Aber es waren diese Woschrak, die mich eingesperrt haben. Also der Ork hat dich nicht verraten? Na gut, warum haben sie die Macht? Nun, ich bin da nicht der Einzige. Sie haben eine Menge Mitglieder des Clans hier unten reingesteckt. Und dann haben diese Bastarde die Käfige geöffnet, um die echten Gefangenen freizulassen. Für sie war das eine Art krankes Spiel. Aber ich habe nie einen Alarm gehört. Ihr müsst so unauffällig wie ein Schatten sein. Ja, ich versuche Leute hier rauszuholen, aber es klappt wahrscheinlich, wenn ich alle versuche, alle Leute mit Seil rausholen, oder? Nun, dieses Elixier könnte sich als nützlich erweisen. Es gibt da eine Kammer, auf die ihr stoßen könntet. Sie füllt sich mit Gas, wenn die Zellentore sich versehentlich öffnen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Trinkt diesen Trank. Dann braucht ihr euch um das Gas nicht zu scheren. Ich habe immer eine Fiole davon bei mir. Nur zur Sicherheit. Nee, danke. Wie ihr wollt. Mich juckt es ja nicht, wenn euch das Gift das Gesicht zerschmilzt. Vielleicht nehmt ihr diesen Rat an. Passt auf den Dornenraum auf. Das ist ein Verteidigungsmechanismus, der euch aufspießen wird, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Er wird zurückgesetzt, wenn ihr die drei Ventile nicht schnell genug dreht. Kann man da auch rumschleichen? Nein, nicht, wenn ihr es durch das Gefängnis schaffen wollt. Doch es gibt ein viertes Ventil, das sich auf der anderen Seite der Wand beim Ausgangstor befindet. Schließt dieses Ventil vor den anderen. Dann wird die Falle nicht zurückgesetzt. Betrachtet dies als Belohnung dafür, dass ich nicht getötet wurde. Ach so! Den haben wir nur getroffen, weil wir niemand. Ach so! Entlaufene Mörderin? Ah, nett. Ach so, wir könnten auch hier einfach wieder raus. Na gut, das ist. Ja, gut, Tja, ne? Den auch, ne? Kann ich hier irgendwie aussaugen, die oder noch mehr entlaufene Mörder? Die Vosra scheinen ja auf jeden Fall große Freunde von allgemeinen Grausamkeiten zu haben. Ich kann endlich Leute aussaugen. Aber trotzdem stellt sich mir die Frage, warum es hier so ein riesengroßes Gefängnis gibt. Wo hat der Mörder eigentlich die Waffe her? Bams. Naja. Vor allem, dass die Orks Mörder einfach so am Leben lassen, ist eigentlich auch ein Ding, ne? Man würde eigentlich von den Orks erwarten, dass die Mörder einfach umbringen, oder? Ich meine, das wäre auf jeden Fall die einfache Methode. Oder machen die sich Sorgen, dass sie eventuell vielleicht, Leute falsch... Nein! Okay, die darf sich mal wehren.
Bis jetzt versucht. Naja. Was soll's. So, Freunde der Sonne. Aber wir machen auf jeden Fall weiter in der nächsten Folge und beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, erstes Online. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.